Am Ufer der Oertze und dem südlichsten Rand der Lüneburger Heide liegt Hermannsdorf. Hier lebt Familie Rabe auf einem alten Heidebauernhof. Seit 10 Generationen. Jeden Sonntag treffen sich die Rabes morgens in der Küche. Ein deftiges Bauernfrühstück ist der perfekte Start in den Tag. Na, schon bald fertig. Das riecht aber gut. Hat schon einer Holz nachgelegt? Nein, kannst du mal eben machen. Und das ist genug. Ja. Hey! Alle waren drin? Mutti, moin! Einen guten Tag. So, du bringst die Eier, das ist gut. Moin. Dankeschön. Die Rabes sind eine echte Kartoffelfamilie. Sie bauen die Knolle nicht nur an, sie essen sie auch leidenschaftlich gern. Bei Tisch werden Neuigkeiten ausgetauscht, Pläne besprochen. Der 500 Jahre alte Lehmbackofen auf dem Hof der Rabes soll ein neues Dach erhalten. Wenn wir den Backofen fertig haben, mit Dachdecke und so weiter, dann sagen wir den Nachbarn Bescheid und dann backen wir noch ein bisschen Brot und ein bisschen Kuchen und machen eine kleine Einweihungsfeier. Das ist doch eine gute Idee. Papa, welches Brot backst du denn? Kartoffelbrot. Das, was wir schon kennen, oder machst du was Neues? Nee, das, was wir kennen. Gleich nach dem Frühstück beginnt die Arbeit am Lehmbackofen. Bereits im 16. Jahrhundert wurde der erstmals urkundlich erwähnt. Ein neues Dach soll ihn auch in Zukunft vor Wind und Wetter schützen. Hast du? Rühr ich ab. Hoch. Hoch, 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 hoch. Jo, sieht gut aus. Passt wunderbar. 1,4. Muss weiter rausholen. Ich bin Peter Heinrich Rabe, geboren hier auf dem Hof, im Bett meiner Mutter. Ich bin der 10. Rabe und der 5. Peter. Und unsere Familie ist seit 1700 hier auf dem Hof. Auf dem Rabehof sehnen sich alle nach dem Frühling. Friederike möchte mit ihrer Mutter Birgit Frühlingskränze basteln. Die ersten Krokusse haben sich durch den Schnee gekämpft. Birgit verwendet eine Handvoll Birkenreiser, die zu einem Kranz gewunden werden. Schön. Die ersten Krokusse. Meinst du, die kriegen wir damit rein? Doch, das denke ich. Die haben doch, hast du doch relativ lang abgepflückt. Ja, geht so. Die sind noch nicht ganz so lang insgesamt. Mhm. Sind frostig, ne? Ja. Gehen die noch wieder auf? Ja. Ich habe hier schon angefangen, habe mir schon ein paar Zweige von dem lockeren Birkenreiser. Die findet man jetzt überall. Durch die Frühjahrsstürme sind die alle runtergefallen von den Birken. Es ist halt ein bisschen fummelig. Ich krieg das aber bestimmt. Pass auf, dass du nicht zu groß wirst. Es sollen kleine Kränze werden. Es ist ganz wichtig für mich im Frühling, dass alles bunt wird und fröhlich wird. Und da ist es einfach wunderschön, wenn die Frühlingsblüher da sind und die frischen, fröhlichen Farben einem den Tag dann noch fröhlicher gestalten. Die Tage werden schon wieder länger und da gehört das einfach dazu. Ich habe es jetzt geknotet und jetzt stellen wir das, drücken wir es so ein bisschen rein, dass es auch Halt hat in den Teller oder in die Schale, je nachdem. Hier hast du auch eine. Birgit hat die Frühlingskränze mit Bast fixiert. Die Schalen werden mit Wasser gefüllt. So hält sich die Dekoration länger. Zwischen die Zweige kommen als erstes die Primeln. Dann stecken wir sie rein, dass sie Kontakt zum Wasser haben.
Und da kann man eben alle möglichen großblumigen Frühlingsbrühe nehmen. Zum Beispiel Stiefmütterchen gehen toll. Die haben dann auch, dann kommen die so schön zur Geltung, weil die so schöne Gesichter haben. Oder Bellis, Muscari. Man kann es ständig erneuern. Weil man ja nur die Blüten rausnehmen muss. Weil man ja die Blüten rausnehmen muss, genau. Narzissen finde ich nicht so schön, weil die so schleimen, wenn man die abschneidet. Birgit und Friederike nutzen selbst gepflückte, aber auch gekaufte Frühblüher. Manchmal muss man richtig ein bisschen gucken, dass es reingeht ins Geschlecht. Auch Friederikes frisch gepflückte Krokusse finden ihren Platz. Der immergrüne Efeu bildet einen schönen Kontrast. Jetzt nehmen wir die Kerze noch rein. Und schon ist es fertig. Das sieht toll aus. Deine auch? Mehr oder weniger mittig. Oh. So. Diese Dekoration ist ganz einfach herzustellen. Die kann jeder schnell und einfach machen. Es gehört nicht viel Geschick dazu. Und es wirkt einfach wunderschön. Birgit wünscht sich von ihrem jüngsten Sohn Lorenz ein Insektenhotel. Unterschlupf und Brutstätte für Wildbienen, Schlupfwespen oder Florfliegen, auch Goldaugen genannt. Lorenz zimmert zuerst das Gerüst. Sein Insektenhotel soll wie ein richtiges Haus aussehen. Hofhund-Biene schaut neugierig zu. Papa, kommst du noch mal bitte und hilfst mir? Kriegst du das nicht hin? Nee. Du musst das mal bitte festhalten, während ich den anderen daran nagel. Okay. Die Seitenwände sind bereits fertig und müssen zusammengefügt werden. Das Insektenhotel nimmt Gestalt an. Mit dem Bau dieser Herberge ist Lorenz den ganzen Tag beschäftigt. Und nicht auf den Finger hauen. Hatte ich nicht vor. Ich meine meine Finger. Gehst du nochmal auf diese Seite bitte? Ja. Das Insektenhotel steht. Was fehlt, ist die besondere Zimmereinrichtung. Die wird Lorenz in der Natur suchen. Solch natürliche Lebensräume wie hier gibt es selten. Die Eingriffe des Menschen in die Natur haben auch die Plätze für Insekten stark eingeschränkt. Aber Insekten sind überaus wichtig. Gerade für die Landwirtschaft. Als Blütenbestäuber sorgen sie für eine reiche Ernte. Insektenhotels, wie Lorenz eines bauen will, bieten diesen nützlichen Tieren ein neues und sicheres Zuhause. Also ich mag das sehr gerne, meiner Mutter ihre Wünsche zu erfüllen, weil sie dann halt glücklich ist. Und es ist halt einfach einfacher, wenn man seiner Mutter die Wünsche erfüllt. Lorenz sichtet seine Schätze. Dann habe ich hier noch Rinde. Das ist für größere Insekten, für Borkenkäfer und sowas alles. Und die können sich da dann auch einnisten. Und hier habe ich noch Schilf, da ist es auch winddicht drinne und da kann man auch als Insekt, denke ich mal, sehr gut drinne wohnen. In diesen Baumstamm bohrt Lorenz kleine Löcher. Hier sollen die Wildbienen ihre Zimmer erhalten. Aus Lehm basteln sich die wilden Bienen nach dem Einzug ihre eigenen Türen.
So stört auch kein Zimmerservice. Beim Hoteldach hilft der Vater. Dachpappe schützt die Insekten später vor Regen. Lorenz plant bereits die Aufteilung der Zimmer. Geschützte Stellen gibt es da bestimmt genug dran. Nur einem tun wir keinen Gefallen mit. Meinen lieben Hummeln. Wieso? Hier überall. Und die suchen sich ja meistens eine Höhle. Ja, aber die hassen ja nicht Borke, oder warum? Nein, das nicht. Deswegen irgendwie hat vielleicht ja mal eine Hummel das Empfinden, da sei eine Höhle, und dann können wir die da wiederfinden. Die Höhle oder die Hummel? Ja, die Hummel in der Höhle. Das sind ja fast die ersten, die unterwegs sind, die man immer so schön beobachten kann. Und hier oben drüber das Schilf? Ja. Schilf, Sonnenblumenstiele, Äste und gebohrte Baumscheiben warten auf ihre Gäste. Ab April ist garantiert jedes Zimmer ausgebucht. Ich bin da echt mal gespannt, wer da drinnen wohnt nachher. Einige Kiefernäste vollenden den Bau. Ein paar letzte Handgriffe und Lorenz Insektenhotel ist bezugsfertig. Toll, du bist ja fast fertig. Quasi ganz fertig. Schön ist es geworden. Ja. Was, erzähl mal, was hast du denn alles drin? Also hier oben haben wir so ein bisschen was Gemischtes mit den Löchern drin für Wildbienen und sowas und auch Brünne und sowas. Und da haben wir Schilf und Sonnenblumen. Und hier oben sind so Kiefernäste. Da weiß nicht, ob da ein Vogel reingeht oder. Das ist ja voll fies dann. Insektenhotel mit Vogel. Ja, aber die Vögel kommen ja nicht in so eine Löcher rein. Ne? Ja. Klasse ist das geworden. Ja. Danke, freue ich mich. Immer wieder gerne. Fehlen nur noch die Preiskategorien, ne? Wer wo einziehen soll. Ich glaube, da bezahlt ihr keinen Insekt für. Ich wünsche mir das schon so lange und jetzt hat es endlich mal geklappt. Das ist total schön. Insekten brauchen zwar keinen Hotelführer, dennoch sollte der Standort ihres Hotels mit Bedacht gewählt sein. Ideal ist ein sonniger, windgeschützter Platz in Südwestausrichtung. Wenn die Natur aus ihrem Winterschlaf erwacht, die Tage wieder länger werden, dann macht sie uns zu schaffen. Die Frühjahrsmüdigkeit. Doch gegen Müdigkeit, Schwindel oder auch Kopfschmerzen und Stimmungsschwankungen gibt es Hilfe aus der Natur. Wildkräuter und Pflanzen. Heilpraktiker Karl-Heinz Peper aus Ostfriesland weiß, was man am besten mit ihnen anfängt. Heilpflanzen kann man das ganze Jahr, kann man irgendwelche immer sammeln. Und besonders interessant wird das natürlich im Frühling. Dann gibt es natürlich auch jede Menge Pflanzen gegen Frühjahrsmüdigkeit, um wieder aus dem Winterschlaf zu erwachen. Hier haben wir den Wiesenkerbel. Der ist im Winter und im Frühling eines der ersten Kräuter, die wir ernten können. Und riecht so ähnlich wie Petersilie. Und er ist lecker im Salat, kann man auch einen Essig draus machen. Es ist einfach in der Küche, in der Wildkräuterküche, nicht wegzudenken. Herrlich. Zu wenig Bewegung, zu wenig Licht, zu wenig Vitamine. Gründe für die Frühjahrsmüdigkeit gibt es viele. Aber nicht nur Kräuter bringen uns in Schwung. Hier haben wir zum Beispiel den Ilex, die Stechpalme. Das ist ein wirklich probates Mittel gegen Frühjahrsmüdigkeit. Man nimmt die Blätter und macht daraus einen Tee. Dann haben wir hier aber noch mehr in dem Wunderkorb. Wir haben hier nämlich schon die ersten Bärlauchblätter. Das ist natürlich was ganz Besonderes. Kann man essen?
kann man auch trocknen und als Tee zubereiten, auch das geht. Das Harz der Weißtanne hilft ebenfalls. Das sind ätherische Öle, Harze, und die werden vom Baum in diesen Kammern gespeichert. Und die kann man anstechen und dann läuft das so am Messer runter. Man kann das auch probieren. Es riecht so schon, diese ätherischen Öle, es riecht nach Tanne. Und dann, wenn es auf der Zunge tut, ja, fast wie ein Hustenbonbon. Es belebt, erfrischt. Ein Fußbad mit Kräutern und Blüten wirkt wahre Wunder. Dazu werden erst einmal Kiefernnadeln klein geschnitten. Das schnippel ich erstmal klein und dann wird daraus ein Fußbad, ein richtig herrlich belebendes Fußbad. Rosmarin wirkt ebenfalls belebend. Alles mit kochend heißem Wasser übergießen und auf Badetemperatur abkühlen lassen. Dazu noch getrocknete Rosenblütenblätter. Sie sehen schön aus und duften auch noch gut. Das Weißtannenharz wurde mit Olivenöl vermischt und kommt zum Schluss ebenfalls dazu. Fertig ist das belebende Fußbad. Einmal täglich 20 Minuten angewandt, hilft es beim Start in den Tag. Hilfreich ist auch der Ilex. Seine Blätter enthalten natürliches Koffein. Da wird ein Tee draus gemacht. Und zwar nimmt man dafür 15 Blätter auf einen halben Liter Wasser. Kochendes Wasser, das übergießt man damit und lässt 15 Minuten ziehen. Damit das Schlappe aus den Gliedern fährt, ist Ilex einfach gut. Angereichert wird der Ilex-Tee mit getrockneten Ringelblumenblüten. Sie sind stark blutreinigend. Drei Gläser über den Tag verteilt, sorgt der Tee für Frische und Elan. Die im Ilex enthaltenen Bitterstoffe entgiften und entschlacken den Körper zusätzlich. Mit der Kraft aus der Natur lassen sich die Beschwerden der Frühjahrsmüdigkeit wirksam lindern. Zurück in Hermannsburg bei den Rabes. Kartoffeln sind die große Leidenschaft der Familie. Der Kartoffelspezialist auf dem Hof ist Peter Rabe. Die beliebteste Sorte im Hofladen ist die Zilena. Sie wurde 1981 in Deutschland eingeführt. Eine Kartoffel, die sich gut zum Einkellern eignet, weil sie nicht so schnell keimt. Die Kartoffel darf überhaupt kein Licht haben, kein direktes Licht haben, weil sie dann grün wird. Dann setzt sie diese, in der Oberfläche setzt sie Solanin an und das sagt man, sei ein Giftstoff. Sie wird auch bitter, man sollte das nicht essen. Und wer es probiert hat, wird es schon lassen, weil es nicht schmeckt. Diese Sorte ist die Zilena. Das ist heute die Kartoffel, die am meisten gefragt wird. Es gibt wunderschöne andere Sorten, aber die Kundschaft hat sich daran gewöhnt und es ist eine relativ festkochende Sorte gegenüber anderen. Das ist das, was die meisten Kunden haben wollen. Peter Rabe mag besonders diese, rosa Tannenzapfen genannt. Und wenn wir mal gucken, wie die innen aussieht, dazu schneiden wir die auf. Und dann haben wir sie wunderschön im Blick, hat einen leichten gelben Farbton und ist bei vielen Leuten beliebt. Aber eben wegen der äußeren Form ist sie schlecht zu schälen. Wer sie öfter haben will, dem ist das zu unangenehm, zu unpraktisch. Der wird die nicht nehmen. Ist aber geschmacklich sehr interessant. Eine ganz besondere Sorte ist der blaue Schwede. Im Geschmack ähnelt sie ein wenig der Esskastanie. Oben ist ein bisschen spitz, hat ein wenig mehr Augen, mehr verteilt. Ganz interessante Kartoffel. Und wenn wir sie aufschneiden,
dann sieht sie so aus. Eine wunderschöne, das ist eine richtige Kartoffel, auch wenn sie eigenartig blau ist. Man sollte sie mal probieren. Ich würde sehr empfehlen, die zu essen. Das ist hochinteressante Kartoffel, ist was für Liebhaber. Aber weil sie schwierig zu verarbeiten ist, eigentlich nur als Pellkartoffel, wird sie immer begrenzt verbraucht werden. So, ich gucke jetzt erstmal, ob die Kartoffeln schon gar sind. Oh ja, sie sind gar. Die kann man jetzt schon zusammendrücken. Jetzt kann ich die abgießen und dann können sie gepellt werden. Dora Rabe hat die Pellkartoffeln für ihren Salat mit wenig Wasser und ohne Salz gekocht. Auch sie verwendet die festkochende Zelena. Denn die eignet sich besonders gut für Kartoffelsalat. So, jetzt müssen die ein bisschen abdampfen, damit wir sie pellen können. Jetzt liegt schon unten. Peter! Ja? Helfst du mir? Ja. Ich habe sogar ein Messer fertig. Wenn er es aus Leben schaffen könnte, hast du sogar Leben machen können, ne? Nee, das sind wieder auch zu viel. Also wer kalte Finger hat, kann hier gut seine Hände wärmen. Ja. Man kann das so machen und so. Und wenn er ein bisschen so mit, was soll ich Liebe sagen, oder ein bisschen Mitgefühl gemacht ist, kann er besser schmecken als normale. Dort, da gibt es große Unterschiede in der Geschmacksrichtung. Ja. Aber sie sollte kleinere nehmen, nicht so viel Gruse. Die kleinen schmecken besser. Wer hat sie mir gebracht? Ja, ich hatte mir schon geahnt, dass ich mit pellen muss. Und dann geht das schneller. Seit 1953 sind Peter und Dora verheiratet. Zur Verlobung stellte ihr Schwiegervater eine Frage, die Dora bis heute nicht vergessen hat. Dorle, hast du dir das richtig überlegt, wo du hingehst? Du kommst vom großen Hof und gehst in einen kleinen Hof. Und dann habe ich zu ihm wie aus der Pistole geschossen gesagt, ich heirate nicht den Hof, ich heirate den Mann. Und so ist es auch geblieben. Draußen geht die Arbeit am neuen Dach für den Backofen voran. Zimmermann Eike und Harm-Peter Rabe bringen die Dachlatten an. Großmutter Dora stellt für ihren Kartoffelsalat die Soße her. Zwiebeln gehören hinein und ein wenig weißer Pfeffer. Jetzt das kochende Wasser, damit die Zwiebeln gar werden. Die werden jetzt glasig und das ist ganz wichtig. Jetzt mache ich die Gewürze ran. Eine Schale Zucker zuerst. Ich nehme noch etwas Salz und Essig. Es ist ganz wichtig, wie ich diese Soße zu diesem Kartoffelsalat mache. So schmeckt er nachher. Dann schmeckt er gut. Die geschnittenen Pellkartoffeln werden in die Soße gegeben. Ich rühre das jetzt um und dazu nehme ich meine Hände. Oh, da ist ja unten noch ein bisschen Zucker drin. Ganz schön vorsichtig, dass die Kartoffeln heile bleiben. Dass das nicht also eine Matsche wird. Und jetzt ist es fertig und wir stellen diese Schale in den Backofen. Bei einer konstanten Temperatur. Auf keinen Fall zu heiß. Bei 70 Grad wärmt der Salat im Backofen langsam und gut durch.
Der ausgelassene Speck gibt einen kräftigen Geschmack und ersetzt bei Dora das Salatöl. Das Rezept hat sie von ihrer Mutter. Nun wird abgeschmeckt. Gut, bin sehr zufrieden. Den warmen Kartoffelsalat gibt es oft, wenn draußen gearbeitet wird. Nach 6 Stunden Arbeit sind die Männer hungrig. Bitte auf die letzten Tropfen. Müssen wir mal ein bisschen Gas geben, ne? Ja, das ist ein bisschen wenig. Handwerker werden davon nicht satt. Nein, aber jetzt. Kannst du noch ein bisschen tiefer, Peter? Arm, Peter. Ich wollte gerade sagen. Danke. Und ein bisschen Senf für euch, wenn ihr das möchtet. Das schmeckt gut. Das schmeckt sehr gut. Der Kartoffelsalat schmeckt gut. Ihr müsst euch aber noch ranhalten, wenn ihr die ganzen Würste aufessen wollt. Ach, wir fangen doch gerade erst an. Ach so, fangen gerade erst an. Wie läuft's mit dem Bau? Seid ihr zufrieden? Wenn du alte Pfannen hast und neue dazwischen, schmale und breite, dann ist das ein bisschen schwierig, die zu verlegen. Weidenkörbe gibt es seit Jahrtausenden. Alles Einzelstücke von Hand gefertigt. In allen Größen und Formen. Und sie sind auch heute noch sehr nützlich in Haus und Garten. Hier im Heimatmuseum von Schesel ist Heinrich Kröger regelmäßig anzutreffen. Der 78-Jährige ist Korbflechter aus Leidenschaft. Und das schon seit mehr als 20 Jahren. Ja, einmal ist er Hobby. Und ich habe eine Beschäftigung auf dem alten Teil als Rentner. Ich finde, das ist ja kein schlechtes Hobby, wo man die jungen Leute oder die Nachkommen noch mal was zeigen kann, was sie früher alles gemacht haben. Deswegen, ja. Und man muss sich doch bewegen auf dem Alter. Als erstes bindet Heinrich Kröger ein Grundgerüst aus festen Weiden. Er fängt jeden seiner Körbe mit dem Tragehenkel an. Da muss man schön mit Gefühl machen, dass er nicht gleich wieder wegknickt. So. Sehen Sie? Mit feinem Draht befestigt er die beiden angeschnittenen Enden der Weidenrute zum Tragehenkel. Eine zweite Weide biegt er zu einem gleichmäßigen Kreis zusammen und befestigt wiederum die Enden mit Draht. Das wird der Flechtbügel. Gemeinsam mit dem Tragehenkel ist das nun das Grundgerüst für den Weidenkorb. Das Flechtmaterial besteht aus geschlitztem Bambusrohr. Robustes Material, das sich gut flechten lässt. Den nehmen wir jetzt hier. So, jetzt geht's los. Das wird das Herzstück, das hält nachher den ganzen Korb zusammen. Es gibt immer zwei Herzen. Auf jeder Seite eines. Heinrich Kröger flicht jeweils 5 Reihen und verbindet so den Tragehenkel mit den Flechtstreben. Die Herzen sorgen für die Stabilität. Weitere Flechtstreben aus Weidenruten werden im Gerüst befestigt. Ich suche jetzt die Streben hier raus, da die ein bisschen gleichmäßig sind, zum Einsetzen, da ich weiter flechten kann.
Zunächst wird die gebogene Weidenrute angeschnitten. Dieses schräge Ende wird jetzt direkt in das Herz gesteckt und ohne weitere Hilfsmittel dort befestigt. Gehalten werden diese sogenannten Querstreben nur durch das engmaschige Flechten. Der wird gut, wenn er so weitergeht. Ja, weil das alles jetzt klappt. Biegen, die Streben hier biegen und einsetzen. Und die Abstände stimmen überwiegend überein. Und da er nachher auch wieder steht, doch, dann haut hin. Geduldig pflicht Heinrich Kröger Reihe für Reihe. Dabei entsteht ein einfaches, aber stabiles Muster. Rund 20 Euro nimmt er für solch einen Korb. Den Stundenlohn darf er nicht ausrechnen. Tut er auch nicht. Für ihn ist ein gelungener Korb Lohn genug. Hier ist er ziemlich schmal. Jetzt muss ich erst sehen, dass ich diesen Abstand auch hinkriege. Und deswegen mache ich mir diesen Band nicht ganz nach oben. Und weil er hier oben auch schon ziemlich eng ist, drehe ich einmal zurück sozusagen. Einmal umknicken und wieder zurück. Geduld und Fingerfertigkeit sind beste Voraussetzungen fürs Korbflechten. Der hält also ewig. So, jetzt ist das Schlussstück hier, ne? Wenn der ein bisschen gepflegt wird und nicht dauernd im Regen stehen lässt oder zu viel einweicht oder auch zu trocken wird am Kamin. Wenn er zu trocken ist, dann bricht er zuletzt. Der ist Holz und der kann auch brechen, wenn er zu trocken ist. Aber sonst ist er wirklich stabil. Da kann man wirklich was einpacken und einladen. Ich bin zufrieden mit dem Korb. Wirklich wahr. Jo. Die überstehenden Bambusstränge werden einfach nur noch abgeschnitten. Frisieren nennt er seinen letzten Arbeitsschritt. Es steckt viel Liebe in Heinrich Krügers Körben. Und das sieht man ihnen auch an. Frühmorgens um 4 auf dem Rabehof in Hermannsburg. Der Backofen wird angeheizt. Eine Aufgabe für Vater und Sohn. Kann losgehen? Ja. Weißt du, mit den größten dann kommen, ne? Den kannst du noch an der Seite legen. Den legen wir oben drauf. Ja. Hier ist einer, den kannst du in der Mitte querlegen. Der brennt super an nachher. Ey, du bist witzig. Wie kannst du weiter? Weiß ich, bin ja auch dein Vater. Ich hole jetzt Holz von der Palette, ne? Ja. Peter Heinrich heizt den Lehmbackofen mit gut abgelagertem Kiefern und Fichtenholz. Papa, du kannst mal ein bisschen Gas geben, ne? Ich wollte gerade fragen, haben wir schon die Hälfte? Ja, die Hälfte wohl, aber trotzdem ist das hier eng drin. Das war schon ein Vorteil, wo du erst 10 Jahre alt warst, ne? Ja, da ging's besser. Jetzt muss ich hier rein, weil ich einfach muss und nicht, weil ich der Kleinste bin. Nee, weil du das am besten kannst. Kannst du bitte ein bisschen kleinere herbringen? Ja, kriegst du gleich. Nicht, dass sie oben immer schwerer werden. Wunschgemäß. Ja. Sieht doch schön aus. Ja. Denk, das ist auch genug. Denke ich auch. Davon wird er gut warm. Dann kannst du rauskommen. Ja. Soll ich dir helfen? Habe ich bis jetzt immer noch alleine geschafft. Ja, du wirst ja aber älter. Ich erst mal größer. Und das wird auch gut brennen. Nicht so eine Kloben wie beim letzten Mal. Aber gepackt ist ja wie immer, ne? Ja, das machst du wie immer sehr gut. Ja, wenn du mir nicht wieder so einen krummen Kram gegeben hättest. Ja. Angezündet wird mit einem Fichtenspan.
Wenn wir den Ofen nutzen, hat die gesamte Nachbarschaft was davon, weil es eine spielende, langsame Verbrennung ist. Denn ich darf in den Ofen, in den Lehmofen, nicht zu schnell die Hitze reinschicken. Die muss ganz langsam reinziehen, sonst reißt dieser Ofen. Und je nach Windrichtung ist dann immer ein anderer dran, wo der Rauch hinzieht. Und wenn er abends sein Fenster aufgemacht hat, dann riecht es im Schlafzimmer eben komplett nach meinem Rauch oder dem Rauch von dem Ofen. Als Entschädigung gibt es dann immer ein Stück Butterkuchen. 4 Stunden dauert es, bis der Ofen durchgeheizt ist. In dieser Zeit bereitet Peter Heinrich sein Kartoffelbrot zu. Für mein Kartoffelbrot muss ich erstmal einen Sauerteig haben. Diesen Sauerteig setze ich selber an, indem ich 100 Gramm Roggenmehl nehme und 100 Milliliter Wasser. Diese miteinander verrühre, aber nur verrühre. Das gibt dann einen leicht wässrigen Teig, den ich dann in die Küche stelle, wo es warm ist, abgedeckt und lasse ihn dort 24 Stunden lang gehen. Zu dem Sauerteig kommt dann Roggenmehl, Wasser und etwas Hefe, sodass Peter Heinrich einen schönen Vorteig für sein Kartoffelbrot erhält. Jetzt machen wir das Mehl dazu. Die Kartoffel dazu. Die Kartoffeln sind ganz normale Salzkartoffeln, die haben wir gekocht, in Viertel geschnitten und dann passiert. Einfach nur passiert, damit wir im Brot nachher keine Kartoffelstücke haben. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Salz. Und einen Teelöffel Brotgewürz. Brotgewürz sollte aber nicht zu viel nehmen. So, jetzt fehlt uns nur noch das Wasser. Dann machen wir hier eine kleine Mulde vor. Auch wenn in diesem Brot Kartoffeln in dem Teig mit eingeknetet sind, schmeckt dieses Brot nicht nach Kartoffel. So, es schmeckt aber auch nicht wie ein normales Getreidebrot, sondern es ist ein besonderer Geschmack da, dadurch, dass diese andere Komponente in dem Brot vorhanden ist. Der fertige Teig enthält nun 500 Gramm Roggenschrot, 250 Gramm Weizenvollkornmehl und 300 Gramm passierte Kartoffeln. Dann lassen wir die beiden Leiber noch eine Stunde gehen und dann kommen sie in den vorgeheizten Ofen. Am frühen Morgen. Peter Heinrich will nachschauen, ob das Holz im Backofen inzwischen gut durchgebrannt ist. Für ihn ist jede Nutzung des Ofens ein Ereignis. An diesem Backofen fasziniert mich so, dass wenn ich das Feuer da drin habe und dann angezündet habe und ich komme nach 4-5 Stunden wieder, dann habe ich diesen riesen Gluthaufen da drin, die gewaltige Hitze. Sobald ich dicht daran komme, sind meine Augenbrauen versenkt. Ich muss also schon ein bisschen aufpassen. Dann das Auseinanderrühren, das Riechen der Glut, den Geruch, den Duft, das Knistern und dann nachher das Backen. Wenn der Ofen angeheizt wird, steigt ja die Temperatur in diesem Lehmmantel und drückt das Wasser nach außen. Jeder Lehmmantel hat Risse, weil der Ofen sich ausdehnt, nicht an allen Stellen gleich. Und aus diesen Rissen kann der Wasserdampf austreten. Jetzt muss die Temperatur des Ofens geprüft werden. Peter Heinrich hat dafür eine ungewöhnliche Methode. Schöne Tageszeitung. Ein Blatt davon. Auf eine normale Schaufel. In den Ofen reinschieben. No, fällt er nicht runter. So. Tür zu. Und bis 20 zählen. 14, 15, 16, 18, 19, 20. Wieder rausholen. Ist zu dunkel. Müssen wir einen Moment warten, dass es mal Wind hier durchweht. So hat der Ofen 320 Grad. Gut zum Pizzabacken. Müssen wir noch ein bisschen warten. Das Brot wird bei 250 Grad eine Stunde lang gebacken. So, jetzt schießen wir mal das Brot ein. Ja. Ist gut. Das wächst wieder zusammen. Keine Angst haben.
Auf dem Rabehof sind die ersten Gäste zur Einweihung eingetroffen. Die Musiker des Jagdvereins, Freunde und Nachbarn. Moin. Moin. Schönen guten Tag. Und gehen wir weg. Was ihr alles habt. Ja, den Butterkuchen unterm Haken versteckt. Das reicht doch. Das sind auch keiner vorher sehen kann. Knie. Mal gucken, ob es gar ist. Jo, hört sich gut an. Sieht ein bisschen übergar aus, ne? Nee. Auch gut. Ein bisschen schnell. Familie Rabe feiert gern im Kreise ihrer Freunde und Nachbarn. Einen Anlass finden sie immer. Heute ist es die Einweihung und das nächste Familienereignis steht schon vor der Tür. Peter feiert die silberne Hochzeit mit seiner Birgit. Birgit ist eine typische Landwirtstochter, die niemals einen Landwirt heiraten wollte, niemals Kühe melken wollte, niemals Schweine füttern wollte. Und das Schicksal solcher Mädchen ist, dass sie einen Landwirt heiraten, entweder Schweine füttern oder Kühe melken. Da können die gar nicht umhin. Das geht gar nicht anders. Das steckt in dem Blut. Ich glaube, die würden auch in der Stadt untergehen, ist ein bisschen dumm gesagt. Man kann sich ja fast überall einleben, irgendwie. Aber die würden mit Sicherheit in der Stadt was vermissen. März weckt die Hoffnung auf mehr Wärme und zartes Grün. Bald kehren die Lebensgeister zurück. Bis dahin heißt es noch mit den letzten Schönheiten des vergangenen Gartenjahres Vorlieb nehmen. Die Gartenprofis Silke und Ole Beker aus Uelzen haben sich vorgenommen, die ersten Märztage für Arbeiten zu nutzen, welche man noch gut drinnen erledigen kann. So wie die Aussaat von Basilikum oder Tomaten. Bei Zimmertemperatur nutzt Silke spezielle Aussaaterde. Sie ist nur sehr schwach gedüngt, anders als die normale Blumenerde. In ihr würden die Wurzeln der Keimlinge durch zu viel Dünger quasi verbrennen. Silke sät zuerst Tomaten aus. Man kann sie im Mai nach den Eisheiligen ins Beet pflanzen oder in Kübeln aufstellen. Anstatt großer Saatkisten nutzt sie solche Papptöpfe. Wenn die Pflanzen ein bisschen größer werden, dann kann man diesen recycelbaren Topf sehr gut in einen größeren Topf setzen. Und der Vorteil ist einfach, dass er sich zersetzt. Die Wurzeln können dann aus dem Topf rausgehen. Bei Schalen ist es so, dass man die Pflanzen einzeln pikieren muss, um sie dann letztendlich weiter zu kultivieren. Die Aussaat mit ungefähr einem Zentimeter feiner Aussaaterde bedecken und immer feucht halten. Plastikbedeckungen sorgen für ein Treibhausklima und fördern so die Keimung. Trotzdem regelmäßig lüften. Übrigens kann man auch von Tomaten aus dem Supermarkt Saaten gewinnen. Die Samen ins Wasser legen, bis sich die Haut abtrennt, trocknen lassen und aussäen. Es ist so, dass die modernen Züchtungen sich aufspalten in Vater- und Mutterpflanzen. Und wenn man wirklich den Geschmack der Frucht haben möchte, die man in dem Jahr gegessen hat, sollte man auf sortenreine Saat achten. Auch auf Basilikum aus dem Supermarkt will Silke im Sommer gern verzichten, also sät sie selbst welches aus. Hier zum Beispiel eine niedrig bleibende Sorte für die Topfkultur, die auch auf dem Balkon funktioniert.
Solche Vliese mit integrierter Saat haben einen klaren Vorteil. Die Saat liegt schon in perfektem Abstand zueinander. Obwohl das Basilikum Licht zum Keimen braucht, sorgt eine hauchdünne Erdschicht dafür, dass die Saat nicht austrocknet. Die Töpfe dann hell und warm aufstellen. Das erste Grün ist in circa 18 Tagen zu sehen. Ole hat in der Zwischenzeit begonnen, Wegeroste für den Gemüsegarten zu fertigen. Eine Hilfe, die schnell gebaut ist. Ich habe früher nicht selten im Gemüsegarten das Problem, dass der Boden noch sehr feucht, sehr weich ist. Und damit das Vergnügen im Gemüsegarten nicht gleich mit viel Matsch unter den Schuhen anfängt, ist es schön, wenn man sich solche Roste zusammenbaut, so mit 2 bis 3 Meter Länge. Und die nutze ich dann, um quasi mich trockenen Fußes auf dem Weg zu bewegen. Und ich kann sie auch als Brücke quer übers Beet verwenden. Je nach Gartengröße kann man mehrere Exemplare fertigen und sie später aneinander legen. Das Holz muss vorher noch vor Witterungseinflüssen geschützt werden. Natürlich biologisch. Es gibt inzwischen eine Reihe von Holzschutzfarben, die aus pflanzlichen Rohstoffen gewonnen werden. Und die sind mir persönlich wesentlich sympathischer, weil ich natürlich auch nicht so gerne irgendwelche Fremdstoffe im Gemüsegarten und dann nachher in den Früchten, in meinen Früchten, die ich dann ernte, habe. Dieser Anstrich enthält zum Beispiel Lein- und Orangenöl sowie Erd- und Mineralpigmente. Nach 24 Stunden ist er eingezogen und der Rost im Garten einsatzbereit. Silke holt ein paar Frühlingsblumen ins Haus. Die Blumenerde ist torffrei, denn Torfabbau schädigt die Moore und das Klima. Deshalb benutzt sie eine Alternative, angereichert mit Gesteinsmehl, Kompost und Kokosfasern. Narzissen wie Paperwhite gehören zu ihrer Auswahl und natürlich Primeln. Diese gestreifte Sorte ist eine neue Züchtung. Für Zwiebelblumen wie Narzissen gilt, nach der Blüte die Zwiebeln lagern, im Herbst wieder auspflanzen und gut düngen. Man könnte Kompost oder Hornspäne schon gleich bei der Pflanzung mit beifügen. Ansonsten sollte man dann im Jahr drauf eine kleine Düngergabe mitzugeben. Und dann haben Sie wieder wunderschöne blühende Pflanzen. Frühjahrsblüher wie diese Iris mögen kühle Verhältnisse. Das gilt auch für Ranunkeln oder Narzissen. Sobald kein Frost mehr droht, können Schalen und Kübel nach draußen gestellt werden. Drinnen ist es andersherum. Je kühler die Pflanzen stehen, umso länger hält sich ihre Schönheit. In Haarhausen, am nordwestlichen Rand des Harzes, liegt der Pferde- und Ferienhof von Familie Klatt-Prien. Das Haus ist 380 Jahre alt. Der Herzog von Braunschweig hat es einst erbauen lassen. Inzwischen gehört es in 5. Generation Familie Klatt-Prien. Alle in der Familie sind passionierte Jäger. Auf dem Hof gibt es seit mehr als 30 Jahren Pferde. Mittlerweile sind es über 100. Zurzeit herrscht Aufregung im Stall. Während Stute Wenke vor einem Monat pünktlich gefohlt hat, ist Fuchsstute Lilly bereits eine Woche über dem Geburtstermin. Gut, dass es mit Simone Klatt eine Tierärztin in der Familie gibt. Ihr Vater Roland und seine Frau Ruth haben den Hof inzwischen an ihren Sohn Matthias übergeben. Er ist mit seinen Kindern täglich bei den Pferden. In der Jägerfamilie steht oft Wild auf dem Speiseplan. Ruth Klatt-Prien ist gelernte Meisterin der ländlichen Hauswirtschaft und kennt viele gute Wildrezepte. Heute macht sie Wildschweinbraten im Kräutermantel.
Wir essen gern Wildschweinfleisch, weil das so mager ist. Also ich nehme Oregano, Thymian, Majoran und Salz und Pfeffer und nehme auch am liebsten getrocknete Kräuter. Das ist mit frischen Kräutern oft sehr schwierig. Ich trockne die und verwende lieber getrocknete, weil ich das Gefühl habe, dass die besser ins Fleisch einziehen. Das ist wie eine Kräuterkruste. Dann decke ich das ab und lasse es mindestens einen Tag im Kühlschrank stehen, bevor ich es dann brate. Das ist hinterher dann also ganz saftig und lecker und hat eine schöne Kruste obendrauf. Dazu reicht sie einfachen Kartoffelsalat und grünen Salat. Aber auch eine herzhafte Scheibe Brot schmeckt besonders gut zum kalten Wildschweinbraten. ...85 Hektar Land gehören zum Hof der Familie. Rund die Hälfte der Fläche um das Haus nutzen sie selbst als Weiden für die Pferde. 40 Hektar sind als Ackerfläche verpachtet. In dem angrenzenden Revierwald war Roland Klatt Förster. Mittlerweile ist er pensioniert. Heute nimmt er sich Zeit für seinen Enkel Fabian. Wenn man auf die Pirsch geht, ist es ganz wichtig, dass man auf den Wind achtet. Und deshalb haben wir die Wetterfahne da oben angebracht und da können wir ganz genau sehen, woher der Wind kommt. Und da müssen wir jetzt darauf achten, wenn wir auf die Pirsch gehen, dass das Wild unseren Wind nicht bekommt, uns nicht riecht. Sonst springen sie ab, sonst laufen sie weg. Ja, mit dem Enkelsohn auf Pirsch zu gehen, das ist es. Das ist nicht erzwungen oder sowas. Wir fragen, ob sie das wollen. Und dann merkt man ja, nicht, wie weit die Passion schon ausgeprägt ist. Guck mal, jetzt kommt der Wind. So wie wir das zu Hause gesehen haben an der Wetterfahne, genau aus dieser Nordostrichtung, kommt hier in dieses Fenster rein. Nicht? Und das kann man prüfen, indem man den Finger im Mund steckt. Dann ist er nass und dann merkt man, aha, da wird es kalt an der Seite. Dann kommt der Wind aus der Richtung. Mach mal einen Finger in den Mund. So, und jetzt halt mal hin und dann sagst du mir immer, woher der Wind kommt. So hochhalten den Finger, so. Und wo am Mittag kalt? Vom Hochsitz aus haben Roland Klatt und sein Enkel Fabian heute keine Wildschweine entdeckt. Aber im nahegelegenen Wildgehege finden sie welche. Die Bachen und Frischlinge hier sind es gewöhnt, dass sie Besuch von Menschen bekommen. Wildschweine leben in Auwäldern, in Buchen- und Eichenwäldern, denn dort finden sie reichlich Nahrung. Mit ihren kräftigen Rüsseln graben sie Knollen und Wurzeln aus, aber auch Larven von schädlichen Insekten und suchen nach Mäusen. Das Schwarzwild ist nützlich für einen gesunden Wald, weil es den Boden umgräbt. Auf der Suche nach Nahrung verwüsten die Schweine allerdings auch gerne die Kartoffel-, Mais- und Weizenfelder der Landwirte. Und selbst Gärten am Rande der Stadt sind nicht vor ihnen sicher. An den Flecken bei diesen Tieren ist wohl ein Hausschwein schuld, das sich vor Generationen hier im Wald verirrt hat. Ruth Klatt-Prien hat das Fleisch für den Wildschweinbraten im Kräutermantel gut durchziehen lassen. Der Braten wird bei 80 Grad gegart. Leg mein Fleisch jetzt auf den Rost und stecke mein Thermometer da rein, bis in die Mitte von dem Fleisch. Also ich denke, bei diesem kleinen Stück wird das so circa 2 Stunden dauern. Und die Kerntemperatur für unser Rostbeef liegt bei 50 Grad. Also wenn die 50 Grad erreicht sind, ist für uns das Rostbeef saftig und gut.
wenn ich das Roastbeef anbrate, da tritt ja immer Saft aus, habe ich zwar eine Soße, aber so serviere ich das kalt und mache eine Remoulade dazu. Für die Remoulade nimmt sie Ei, rührt etwas Senf hinein, salzt, pfeffert und schmeckt mit weißem Tafelessig ab. Dann verquirlt sie alles mit dem Schneebesen. Die Zutaten sollten Zimmertemperatur haben. Beim Öl ist Vorsicht geboten. Das Öl muss man tropfenweise hinzutun, sonst gerinnt die Mayonnaise. Also ganz langsam. Dann hebt Ruth löffelweise Magerquark unter und gibt am Ende den Bärlauch dazu. Bärlauch ist sehr gesund. Außerdem wächst er hier bei uns im Wald. Der wächst in Buchenwäldern, Kalkstandorten. Und wir können jede Menge Bärlauch pflücken und der ist ganz vielseitig zu verwenden und schmeckt in der Remoulade ganz besonders gut. Wer Bärlauch in der Natur suchen will, sollte wissen, dass er leicht mit giftigen Pflanzen verwechselt werden kann. Wie zum Beispiel Maiglöckchen oder Herbstzeitlosen. Wenn die Großfamilie bei Ruth und Roland zusammenkommt, dann ist der große alte Esstisch festlich gedeckt. Man ist oft zusammen. Tochter Simone hat ein Haus um die Ecke. Ruths Schwester mit ihren Töchtern wohnt ganz in der Nähe. Roland und sein Enkel Fabian kommen von der Pirsch nach Hause und haben jetzt ordentlich Appetit. Opa? Hallo, hallo. Hey, hallo. Ja. Na, seid ihr wieder da? Ja. Hallo. Na? So, Fabian, setzt du dich da ein? Und? Hallo. Warst du mit Opa zum Wildschwein, ja? Ja. Ja? Habt ihr denn Wildschweine gesehen? Ja. Sechs Stück und ein Keiler. Meine Güte. Oh. Hast du denn gar keine Angst gehabt vor den Wildschweinen? Nein? Meine Und Güte. Ein ganz starkes Stück dabei. Aber ich glaube, das war kein Keiler, Fabian, nicht? Das war wohl eine Bacher. Und wir haben ja auch gar kein Gewehr mitgenommen, weil man die jetzt gar nicht schießen darf. Weil die Bachen ja bald Frischlinge kriegen. Nicht? Deshalb wollten wir uns die nur angucken. Ja, Opa. Ja, geht das schon? Warte, das ist die Soße. Wildschwein? Das ist Wildschwein, ja. Möchtest du selber nehmen? Oh, jawohl, gut. Dann gib mal Mama den Teller jetzt. Ja, für mich ist das wichtig, dass also die Verbindung jetzt auch vom gesehenen Wild zu dem Fleisch auf dem Teller hat und weiß genau, wo es herkommt. Ihm wird da nichts vorgemacht. Er weiß genau Bescheid, wie das zustande kommt, hat also auch mit mir schon ein Wildschwein zerwirkt, sagen wir Jäger, also auseinandergenommen und den Braten hergestellt. Insofern ist das ganz wichtig, dass man den Kindern da nichts vormacht, sondern ganz klar sagt, so ist es. Und es ist wichtig, dass die Kinder das mögen und wissen, wo es herkommt. Am Rande der Lüneburger Heide auf einem Gutshof in Mechtersen in einem kleinen Atelier hat sich Öhne von der Lanken als Porzellanmalerin einen Namen gemacht. Der Ursprung meiner Malerei ist ganz bestimmt meine Liebe zu Tieren und zu der Natur. Ich fühle mich da ganz nah. Und das habe ich als kleines Kind schon, habe ich schon viel gezeichnet, habe unsere Hunde gezeichnet. Und dann habe ich das einfach ganz langsam mir selber beigebracht und vom langen Üben ist das dann was geworden. Ihre Motive findet sie vor der Haustür. Ob Wildenten, Wildschweine oder Falken. Die Tiere zeichnet sie per Hand detailgetreu nach.
Heute hilft ihr ein Modell dabei. Also ich male eigentlich am liebsten den Fuchs, weil er wunderschöne Farbmomente im Fell hat und das ist eine große Herausforderung. Als erstes werden die groben Konturen mit einem weichen Bleistift skizziert. Öner von der Lanken malt seit über 40 Jahren. Hier geht das alles leicht von der Hand. Für Anfänger eine echte Herausforderung. Wer nicht gut zeichnen kann, nimmt sich einfach sein Lieblingsbild und nimmt sich Pergamentpapier, legt das auf das Lieblingsbild und zeichnet nur die Konturen nach. Jetzt habe ich meine Konturen abgemalt, drehe das ganze Blatt um, nehme einen Spezialstift, der ist auch etwas fettig, damit er haftet nachher auf dem Teller, male die Konturen so ein bisschen dicker nach, drehe es wieder ins Positive um, lege es auf den Teller und drücke die Umrisse um und dann habe ich auf dem Teller eine ganz zarte Zeichnung. Die Farben mischt sie heute noch so wie die Porzellanmaler vor 300 Jahren. Porzellanfarben gibt es aber auch fertig angemischt in gut sortierten Schreibwarengeschäften. Die Farben trägt Öhne von der Lanken in verschiedenen Schichten auf. Für das Unterfell beim Fuchs verwendet sie zuerst den hellsten Farbton. Dann werden ganz vorsichtig die Konturen und Schattierungen an den Augen und Ohren herausgearbeitet. Wenn man das getupft hat und ganz, ganz, ganz zart gemalt hat, dann kommt das Licht dran an den Augen. Denn die eine Seite des Fuchses ist natürlich etwas heller, die andere ist ein bisschen dunkler. Es gibt ein bisschen Schatten von den Ohren. Und man muss das Licht im Auge, das Weiße im Auge, muss man berücksichtigen und muss es aussparen, muss es weiß lassen. Das ist das Allerwichtigste, dass von vornherein alle Schatten und alles Licht schon berücksichtigt wird. Der Fuchs hat die erste Farbschicht und die wichtigsten Konturen erhalten. Damit sich die hellen und dunklen Farben später nicht miteinander vermischen, muss die helle Farbschicht jetzt eingebrannt werden. In ihrem Lagerhaus hat Öhne von der Lanken dafür einen Ofen. Der Brennvorgang dauert 6 Stunden, bei einer Temperatur von 800 Grad. Nach dem ersten Brennvorgang wird das Fuchsmotiv nun mit der dunklen Farbe ausgemalt. Eine Lupenbrille ermöglicht, winzige Details besser auszuarbeiten. Mit feinsten Pinselstrichen erscheint das Fell immer naturgetreuer. An so einem Motiv sitzt die Malerin manchmal 2 Tage. Deshalb können bei Auftragsarbeiten die Teller mehrere hundert Euro kosten. Nach gut 20 Stunden Arbeit wird das Motiv endgültig eingebrannt. Mit fertig angemischten Farben kann man die selbstgemalten Bilder aber auch im normalen Backofen brennen. Die Kunst der Porzellanmalerei ist Jahrhunderte alt. Werden die Stücke sorgsam behandelt und nicht mit scharfen Reinigungsmitteln bearbeitet, halten sie ein Leben lang. Und wenn ich dann den fertigen Teller in der Hand habe, für den ich viele Stunden gesessen habe und gearbeitet habe, dann ist es ein Glücksgefühl. Dann freue ich mich riesig.
In Haarhausen im nordwestlichen Harz züchtet Familie Klatt-Prien Hannoveraner Pferde und betreibt einen Ferienhof. Die Fuchsstute Lilly erwartet Nachwuchs und ist schon eine Woche über dem Termin. Das macht alle etwas nervös. Vor allem die Chefin des Hauses, Ruth Klatt-Prien. Also jede Geburt ist aufregend. Ich führe auch Buch, ich schreibe bei jeder Stute auf, wie es verlaufen ist. Man hat ja den Geburtstermin und hofft natürlich, dass sie alle ganz genau zu dem Termin fohlen, was sie ganz selten tun. Aufregend ist es immer wieder. Ach, willst du ihr was zu füttern, zu fressen geben? Es ist so, dass kurz vor der Geburt werden die ganzen Bänder ja auch weicher und so. Und hier, ne, man fühlt das jetzt schon, das ist alles schön weich. Also die Geburt steht an. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, die nächsten 24 Stunden so. Aber auf jeden Fall, es ist eben alles weicher. Sonst ist das ja fest, ne? Und das ist jetzt hier, ne, fühlt man richtig. Naja, wollen wir hoffen, dass das alles gut geht. Im Grunde, ja, ist immer einer zu Hause, der aufpasst, wenn eine Stute fohlen muss. Man kann dann also nicht weg sein. Das erlauben wir uns einfach nicht. Wenn die 11 Monate tragend sind, dann will man ja auch, dass wirklich alles gut geht. Bei Pferden lässt sich die Geburt nicht einleiten. Und so machen Ruth und ihre Familie alles, was tragenden Pferden gut tut. Etwas bewegen und ein paar Streicheleinheiten. Also das Schlimmste, was passieren kann, was auch leider ganz oft passiert, was heißt ganz oft, aber so 3-4 Mal hier in der Gegend schon im Jahr, die Geburt läuft super, das Fohlen wird geboren, aber die Eihaut geht nicht auf und dann liegt das Fohlen im Stroh und ist erstickt, ne? Weil die Eierhaut nicht auf ist. Und deshalb sollte man bei so einer Geburt schon dabei sein, um das aufzumachen, so wie die Nase rausguckt, dann macht man auch das auf, dass die eben atmen können. Hündin Emmy begleitet Simone auf Schritt und Tritt. Ihr Frauchen ist Single und Tierärztin mit großer Leidenschaft. Da bleibt kaum Zeit für einen Mann. Die Frage ist doch, Mann oder Hund im Leben? Mann oder Hund? Und ja, will man sich das ganze Leben versauen oder nur einen Teppich? Ne? Es stand nicht gut um die wirtschaftliche Zukunft des Hofes, als Ruth und Roland Klatt ihn übernahmen. Die beiden haben aufeinander vertraut und zusammengehalten, sagen sie. Eigentlich vom ersten Augenblick an. Ich habe meinen Mann so kennengelernt. Ich bin mit einem Landwirt zum landwirtschaftlichen Ball gefahren. Ich mochte den Landwirt nicht besonders gern. Er hatte mich mitgenommen, ich war noch sehr jung, ich war 16 und meine Eltern haben gesagt, jawohl, der darf auf dich aufpassen. Und da waren viele junge Forstleute. Ja, ich als junger Förster, wir waren 5 Freunde und haben gesagt, ja, wir gehen mal nach Bad Gandersheim auf den landwirtschaftlichen Ball, vielleicht sind da ein paar nette junge Mädchen. Ja, und das war's denn, da war sie. Ich habe einmal mit dem Landwirt getanzt und dann den ganzen Abend mit Roland. Und wir haben uns also von nach der ersten halben Stunde blendend verstanden. Wir tanzen beide gerne und das, der Wiener Walzer, das stimmte linksrum, rechtsrum. Bin nach Haus gekommen, meine Eltern haben gesagt, wie war's? Oh, sage ich, sehr schön. Ich habe mit dem Landwirt einmal getanzt. Und ja, wir sind jetzt 46 Jahre zusammen und hoffen, dass wir bald die goldene Hochzeit feiern können. Noch lässt das Wetter die Arbeit auf dem Hof nur langsam vorangehen. Und so bleibt der Familie genug Zeit, Dinge zu erledigen, für die sonst der Kopf nicht frei ist. Dieser Schrank stand auf dem Boden. Und den haben wir runtergeholt, der hatte ja 4 Farbschichten, den habe ich dann abgebeizt. Du hast ja in diesem Haus alles abgebeizt, ne? Ja, guck mal, die Türen, da waren 12 Schichten drauf, weißt du das, ne? Ja, aber ich finde das ja auch schön und ich denke, der Schrank hat hier einen ganz hübschen Platz gefunden. Ja, meine Mutter,
ja, arbeitet immer nur, macht immer irgendwas. Es gibt zum Beispiel auf diesem ganzen Hof nicht einen Raum, nicht eine kleine Ecke, die sie nicht verändert hat, die sie nicht in Ordnung gebracht hat und sie, ja, ruht sich nie aus, also wird nie ruhiger. Ich glaube, so bin ich nicht. Wir legen das hier oben an. Dann können wir das so ein bisschen umknicken. Die brauchst du eigentlich nicht. Die Reißzwecken hier oben rein, den glatt streichen. Das ist nicht so ganz gerade, und deshalb müssen wir sehen, dass wir sie schön gerade drauf kriegen. Die Oma möchte ihre Schränke auslegen mit Stoff, Fabian. Und jetzt wollen wir ein bisschen Kartoffeldruck machen, damit der Stoff ein bisschen bunter wird. Soll ich dir jetzt mal zeigen, wie wir was machen mit Kartoffeldruck? Ja? Auf dem kleinen Brett da. Roland Klatt und sein Sohn Matthias zeigen den Kindern, wie Kartoffelstempel hergestellt werden. Sie nehmen ein paar größere Kartoffeln und halbieren sie. Außerdem brauchen sie ein spitzes Messer und eine Plätzchenform. So, pass auf, gleich haben wir das fertig. So, müssen wir das genau ausschneiden hier. Wird auch keine Kanten stehen bleiben. Ich lass mal da. Die Ausstechform prägt den Stempel. Du, das wollen wir zum Kartoffeldruck nehmen, nicht aufessen. Was wird das jetzt hier? Gut. Nimmst du nochmal den Stern? Philipp. Am besten eignen sich übrigens festkochende Kartoffeln. Vor allem sollten die Kartoffeln groß genug für die Stempelmotive sein. Fabian, gucke. Ja? Gucke, da haben wir das Pferd. Hast du die Nase abgebissen? Warte, ich mach den Stern hier noch fertig. Die Fläche, mit der gestempelt wird, sollte etwas angetrocknet sein. Dann nimmt sie die Stempelfarbe besser an. So, genau. Und dann ganz gerade. Prima. Genau. Und machst hier in die Ecke. Guck. Der schmeckt auch nicht. Ich habe immer gesagt, die Kindheit war die schönste, die man sich wünschen kann. Weil es familiär war. Meine Eltern hatten zwar immer viel Arbeit. Und man hatte immer viel zu tun. Aber wir waren immer mit integriert. Durften mit unseren Eltern mitfahren. Aufs Feld oder im Wald. Oder meine Oma hat mal aufgepasst. Also die Kindheit war wirklich das Schönste auf dem Land, was man sich vorstellen kann. So, und kannst weiter drucken. So, Philipp, was wollen wir jetzt nochmal machen? Ein Pferdchen oder? Die Stempelfarbe trocknet schnell auf dem Leinen. Das ist ein bisschen blass. Simone und ihre Mutter haben inzwischen das Bodenbrett für den Geschirrschrank mit dem frisch bedruckten Leintuch bespannt. Eine alte Spitze, die sich noch im Haus gefunden hat, kommt als Bordüre an das Brett. Damit sich im Textilbezug der Staub nicht zu sehr fängt, legt Ruth noch eine einfache Geschenkfolie aus dem Drogeriemarkt darüber. So, jetzt legen wir hier noch Folie drauf, damit wir das immer schön abwischen können. Ich halte die fest. Früher war das Klappern der Holzschuhe auf dem Land weithin zu hören. Fast ein jeder trug die Holzschen bei der Arbeit in der Waschküche oder auf dem Feld. Rainer Oellrich ist Holzschuhmacher in der dritten Generation. In seiner kleinen Werkstatt in Drochtersen bei Stade fertigt er Holzschuhe wie früher. Viele Handgriffe sind notwendig, bevor der fertige Schuh aus einem Holzstamm entstanden ist. Als Ausgangsmaterial dient frisch gefällte Pappel. Ja, Pappelholz lässt sich leicht verarbeiten, weil Eiche wäre viel zu schwer vom Holz her. Und Pappelholz, man arbeitet halt mit der Maserung, nicht gegen die Maserung. Zum Beispiel, ich würde jetzt so hauen, es würde nicht gehen. Ne? Als nächstes wird die Größe des Schuhs bestimmt.
Dabei helfen die sogenannten Motivschablonen. Die sind in jeder erdenklichen Größe verfügbar. Der von der Rinde befreite Holzklotz wird jetzt in die Kopiermaschine eingespannt. Auf der gegenüberliegenden Seite das Größenmuster. Die Maschine überträgt die Form des Musterschuhs auf den noch unförmigen Holzklotz. Die Form überträgt sich auf das Sägeblatt, das wiederum den Holzklotz nach und nach in Form bringt. Seit mehr als 80 Jahren steht die 20 Zentner schwere Kopiermaschine in der Oellrichschen Werkstatt. Man findet das toll, was daraus wird. Ne? Das ist schon ein sehr schönes Gefühl, was man selber schafft. Es ist eine Freude auch, es zu sehen, dass das ein Holzschuh wird. Heute wie damals ist jeder Schuh individuell wie ein Fingerabdruck. Als nächstes wird die äußere Form mit dem Zugmesser verfeinert. Nachdem alle Unebenheiten beseitigt sind, geht es ans Aushöhlen. Beim Fersenraum kommt ein Stecheisen zum Einsatz. Hier ist Millimeterarbeit gefragt und der richtige Krafteinsatz. Wenn jetzt zu hart geschlagen wird, dann bricht das Stecheisen durch die immer dünner werdende Holzwand und die Arbeit von mehreren Stunden wäre umsonst gewesen. Mit dem Räumhakenmesser werden anschließend die letzten Unebenheiten im Fußraum und am Spann bearbeitet. Auch hier ist Vorsicht geboten, damit das Messer kein noch so kleines Loch in den Schuh schnitzt. Dass alles schön glatt ist drinne. Nicht, dass man sich noch einen Splitter reinhaut im Fuß. Die Schuhe aus dem noch feuchten Pappelholz werden zum Trocknen auf den Dachboden gebracht. Hier ist immer ein leichter Zug und die Wärme der Werkstatt steigt nach oben. Ein halbes Jahr braucht der Schuh, um richtig durchzutrocknen. Erst dann kann er vollendet werden. Die rauen Schuhe werden mit der Schleifmaschine bearbeitet, damit sie von außen schön glatt sind. Man sieht hier auch deutlich den Unterschied. Hier ist man noch sehr rau. Und hier, wenn die Farbe nachher raufkommt, sieht es auch besser aus, weil das Raue würde durchkommen. Eine kleine, nicht zu tiefe Kerbe wird in den fast fertigen Schuh gesägt. Die schützende Lackfarbe hält Witterungseinflüsse vom Holzschen fern. Zum Schluss wird ein Stück Schaffell mit einem dünnen Draht eingespannt und schützt den Fuß von innen. Für 25 Euro hat man robuste Begleiter. Ein Leben lang. Der nordwestliche Harz. In den Niederungen zieht sich der Winter schon etwas zurück. Die Tage mit Schnee werden weniger. Für die Pferde auf dem Pony- und Pferdehof in Haarhausen ist das ganz offenbar ein großer Genuss. Der frühe März ist die erste Gelegenheit für Ruth und Roland Klatt, endlich wieder etwas Grün zu pflanzen. Sie wollen einen Kräuterbaum anlegen. Das heißt, normale Tontöpfe werden auf einem Stock aufgefädelt.
Den Stock sollte man an einen geschützten Platz in die Erde stecken. Kommt es noch einmal zu Frost, lassen sich die Töpfe schnell abnehmen und unterstellen. Die Pflanzen können je nach Sonnenbedarf nach hinten oder vorne gedreht werden. Ruth pflanzt die Klassiker der Gartenkräuter. Rosmarin sollte man eher sonnig und trocken halten. Seine ätherischen Öle bringen den Kreislauf in Schwung, helfen bei Verdauungsbeschwerden und Appetitlosigkeit. Als Würze in der Küche eignet er sich für Kartoffel- und Fleischgerichte. Lavendel. Ihm sollte man eine windgeschütztere Position geben, aber alle paar Tage ausgiebig gießen, sodass die Erde feucht bleibt. Sein Duft beruhigt. Als Kissenfüllung wirkt er zum Beispiel bei Einschlafstörungen. In der Küche lässt sich Lavendel gut mit Lamm schmoren oder in Reis mischen. Salbei braucht Sonne und sollte eher trocken gehalten werden. Das Kraut wirkt desinfizierend, zum Beispiel als Gurgellösung gegen Halsschmerzen. In der Küche eignet sich Salbei hervorragend als Gewürz zu Nudeln und hellem Fleisch. Auf dem Pferdehof von Familie Klatt warten alle auf die Fohlengeburt. Bis das Fohlen da ist, bleibt Ruth stets zu Hause. Heute ist Christine Weitz zu Besuch. Von ihr will sie das Klöppeln lernen. Auf der Klöppelrolle ist der Klöppelbrief aufgesteckt, also der Streifen, der das Muster vorgibt. Die feinen Fäden sind auf Holzspulen aufgewickelt, die systematisch übereinandergelegt werden. Durch Drehen und Kreuzen der Fäden entsteht letztlich eine feine Spitze. Oh, Frau Weitz, das sind ja 8 Klöppel, nennt man die, ja? Die hängen wir erstmal zur Seite, dann sind die uns aus den Fingern so. Jetzt geht das Muster hier oben von rechts nach links, das heißt, wir fangen mit den rechtesten beiden Klöppeln an. Die können jetzt wieder weg. Warum sind die fertig? Mit denen haben wir doch gerade schon gearbeitet. Und die kommen nach innen. Nach innen. Ja, damit die Reihenfolge dann auch erhalten bleibt. So, jetzt kommt das Loch. Das muss ich 5-mal wieder drehen. 5-mal? So rum. Ja. 2-mal. 3-mal. 4-mal. 5-mal. Okay. Und dann? Und das nächste dazu? Kommen die dazu. Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, solche Paare zu bewegen. Das ist das sogenannte Kreuzen. Das heißt, ich nehme den rechten Klöppel vom linken Paar und lege den über den linken Klöppel vom rechten Paar. Das ist das Kreuzen, das heißt, ich verbinde diese beiden Paare. Und die zweite Bewegung, die zweite Grundbewegung ist, ich nehme die beiden rechten Klöppel von beiden Paaren und lege die jeweils über den anderen. Das ist das sogenannte Drehen, also ich verdrehe die Paare ineinander. Und durch das Kreuzen habe ich Paare verbunden, durch das Drehen befestige ich das im Prinzip. Und je nachdem, wie oft ich das hintereinander mache, gibt es eben das eine Muster oder das andere Muster. Die ersten Klöppelbriefe stammen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das Spitzenklöppeln hat sich dann schnell über ganz Europa verbreitet. Und vor allem Brüsseler und Plauener Spitze galten als formvollendet und dienten dem gesellschaftlichen Ansehen. Heute erlebt das Klöppeln eine Renaissance. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und ich weiß auch, dass das ganz viele inzwischen wieder tun, auch jüngere Frauen. Dass es also keine aussterbende Geschichte ist. Und dann? Und einmal um die Nadel, einmal zusätzlich diese wieder drehen. Jawohl. So, und dann? Und dann machen wir wieder von rechts nach links. Himmel, nein, das ist schwer. Ruth Klatt-Prien liebt schwieriges Handwerk. Sie hat auch diesen gusseisernen Ofen mit viel Mühe wieder aufgearbeitet. Er ist etwa 150 Jahre alt und stammt von ihrem Urgroßvater. Die dekorativen Szenerien erzählen Geschichten einer längst vergangenen Zeit. Es ist soweit. Lillis Fohlen kommt.
Das Warten hat ein Ende. Die 6 Jahre alte Fuchsstute fohlt endlich. Mehr als eine Woche später als erwartet. Roland Klatt war als erster im Stall, nachts um 2:30. Mit dabei sein Sohn Matthias, gelernter Pferdewirt. Lillis Fohlen ist nicht das erste, dem er auf die Welt hilft. Mit wenigen Griffen unterstützt er die Geburt. Sobald das Fohlen im Heu liegt, öffnet er die Eihaut, damit es atmen kann. Auch für Nachbarpferd Wenke, Lillis Cousine, ist die kleine Stute herzlich willkommen. Was man sehr schön sehen kann an den Hufen von den Fohlen, das ist so eine Schutzschicht, die auf den Huf von den Fohlen drauf ist. Und der fällt, wenn das Fohlen nachher läuft und so, fällt das alles ab, dass es die Mutter nicht verletzen kann, weil das Horn ist ja weich von dem Huf, hart. Und diese Schicht hier unten ist ganz weich, ganz wabbelig, dass die Mutter nicht verletzen kann. Und Stute. Mhm. Riesengroß und schön, so, jetzt brav. Das hat aber lange Beine. Ja. Auch Tochter Simone, die Tierärztin, ist noch vorbeigekommen, um nachzusehen, ob alles gut läuft. Also für mich ist wichtig, müssen wir bei der Stute irgendwas nähen, ist da was kaputt gerissen und dass die Nachgeburt drunter ist. So, dann wollen wir dem Fohlen mal ein bisschen helfen. Das wollte eben schon alleine aufstehen, aber da es so groß ist, hat das erstmal ganz schön Probleme. Und deswegen helfe ich denen immer ein bisschen. Erstmal stehen und dann geht es meistens auch. Riesig lange Beine. Richtig toll. Es gibt so eine Einsätze in der Welt. Und kaum steht's auf eigenen Beinen, starkst es zu Mama zum ersten Schluck Milch. So, nach dem ersten Trinken dürfen wir auch was trinken. Donna Doria, so heißt das kleine Fohlenmädchen. Zum Wohl. Prost. Auf ein gesundes Fohlen. Gratuliere. Super Fohlen. Eine Fohli? Ich denke, der hat auch eine Tradition, der Hof. Ich hoffe, dass ich meine Kinder auch so erzogen habe, dass sie traditionsbewusst sind und dieses Anwesen erhalten. Und wünsche mir natürlich auch von meinen Enkelkindern, dass einer der beiden Kleinen das mal weitermacht. Steht das mal. So eine kleine Stupsnase, ist das niedlich? Ich finde mich besser. Die finde ich besser, ne? Guck mal, krabbelt uns hier bald auf den Schoß.